Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und heute spiele ich für euch den E25, diesen wirklich wunderschönen, agilen, tollen deutschen Panzer der Stufe 7. In dem Fall handelt es sich um einen TD, der aber, ja, der ist einfach, er ist alles. Er ist ein Scout, er ist ein TD, er ist ein kleiner, flinker Flitzer. Und dementsprechend spiele ich ihn auch so gern. Jetzt schauen wir mal, wie wir ihn hier spielen. Normalerweise muss ich sagen, auf Flugplatz mag ich die andere Seite eigentlich ein wenig lieber. Aber kein Problem. Auch hier gibt es ja eine schöne TD-Position. Und die nehmen wir jetzt auf jeden Fall direkt mal ein. Viele TDs haben wir ja auch nicht im Team. Also von dem her darf ich mich da auf jeden Fall breit machen. So. Jetzt bin ich gleich da, jetzt schau erstmal hier. Sehe ich da was? Da schaut es noch so aus, als ob ich nichts sehen würde. Ne, auf den Aal komme ich mal nicht drauf, obwohl ich ihn aufgemacht habe. Aber sonst nichts weiter. Ganz schön schwierig, da drauf zu kommen. Ne, da unten, der hilft mir auch nicht viel. Du würdest mir doch was helfen, Crusader. Komm noch mal raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Er ist ein bisschen schüchtern. Aber wir haben Geduld. Erstmal die Karte und ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Nicht überhasten. Ihr seid nicht im Stress. Sondern es ist World of Tanks und nicht World of Hudeln. So, der Sherman hat da gleich mal zwei bekommen. Ist jetzt auch tot. Also der hat seinen Fehler gleich mal ordentlich bereut. Da unten ist verhältnismäßig viel. Jetzt kommt der Schaffeder auch noch. Der Platz ist scheinbar heiß begehrt. Auch joi. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der kommt da so übers offene Feld. Also der KV-3 ist einfach zu hart. Deswegen nehme ich da Premium. So. Und jetzt der Crusader. Der ist weg. Was will denn der Steward da? Ah. So, erst einmal offen. Muss jetzt aufpassen. Auch auf die Arti natürlich. So, auf den kann ich jetzt drauf, der Chaffee. Der war klar, dass der jetzt irgendwann gleich schießt. So, muss jetzt aufpassen. Aber es läuft bisher sehr, sehr gut, also da gibt es nichts zu beklagen. So, und der auch nochmal gut gesessen. Jetzt kann ich mal langsam in Richtung Chaffee fahren. Weil jetzt habe ich lang genug ausgeharrt. Jetzt gehe ich mal für den Chaffee und für die Arti. Er ist halt einfach wirklich super geeignet, um mal schnell irgendwo hinzufahren und ordentlich Spaß zu haben. Also es ist wirklich ein toller Fun-Tank. Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Oh. Da habe ich ihn nicht bekommen.
So, jetzt vielleicht doch mal Richtung VK noch runter. Auf die Art habe ich noch wenig Lust. Außerdem, die könnten noch für Ärger sorgen, die beiden. T29 und VK. Oh, naja, die Arti nehme ich aber noch mit. Wenn ich schon da bin. Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So. Der ist mal weg. Und weiter. Ziel erfasst. Der ging voll durch ihre Panzerung. Querschläger. Wir haben das Ziel verloren. Der ist auch weg. So, und der T29 wurde auch zerstört. Also vier entspannte, schnelle, schöne Kills. Zeigt einfach wieder mal, was das für ein geiles Gerät ist. Da kann man sagen, was man will. Und wir sehen praktisch zweiter Klasse. Wir sind mit 2200 Schaden Platz 1. Und dafür gibt es am Ende raus 27.000, weil ich einfach ein bisschen Premium geschossen habe wegen den KV. Aber trotzdem, auch das darf man mal machen. Und es gibt trotzdem noch was raus. Also ich kann den Panzer wirklich nur empfehlen. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Der Kanonenjagdpanzer ist leider keine Alternative. Trotzdem hoffe ich, dass er euch wenigstens zum Anschauen gefallen hat. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.